Das ist mein Wickbrenner von meiner SuperTick 200. Der ist heute mal mit einer Glasdüse gerüstet und ich habe hier verschiedene Gasdüsen, verschiedene Keramikdüsen, diese Glasdüse. Und ich will euch zu allem mal so ein bisschen was erzählen. Im Großen und Ganzen habe ich hier alles einfach mal aufgebaut, was ich so zu Hause habe, was ich nütze und was ich mir einfach mal besorgt habe und nicht so nütze. Ich will euch mal von allem so ein bisschen die Vor- und Nachteile erzählen und so ein bisschen zur Diskussion stellen, wie ich darüber denke. Ja, wir gucken uns jetzt mal so einen allgemeinen Aufbau an und wir haben hinten immer eine Spannkappe. Die gibt es in kurz, in lang und in mittel. Ist immer, je kürzer die ist, desto beweglicher bin ich natürlich. Wenn ich hier so eine lange habe, bin ich natürlich deutlich unflexibler. Dafür kann ich aber auch die kompletten langen, nagelneuen Wolfram-Elektroden spannen. Dann gibt es noch so die mittlere Variante. So. Und wenn wir dann reingucken hier, dann kommt uns schon hier die Wolfram-Elektrode entgegen. Und die Wolfram-Elektrode wird hier in der Spannhülse gehalten. Die Spannhülse spannt in dem Moment, wenn sie in die Gasdüse, je nachdem welche Variante der Gasdüse ich habe, wenn sie hier reingedrückt wird durch diese Kappe, dann spannt die Wolfram-Elektrode. Ja? Darum nie zu festziehen. Das ist immer, wird nur handfest angezogen. Sonst verspannt sich das Ganze hier, dann kann ich das wegschmeißen. Und dann habe ich hier vorne, man sieht das hier, löst sich beides gleichzeitig. Das ist hier, habe ich hier eine Gasdüse und dann das hier ist normal eine Keramikdüse. Hier in diesem Fall, das ist ein absoluter Exot, ist das hier mal eine Glasdüse. Glasdüse soll den Effekt haben, dass man da wirklich richtig durch in den Schweißprozess gucken kann, durch dieses Glas. Ist natürlich mal was ganz Besonderes, ist aber auch relativ teuer und ist wirklich show you. Also ich sage mal, ich habe diverse Tutorials gemacht, da habe ich das mal verwendet, weil es einfach gut aussieht, weil es cool aussieht, weil man damit schön was zeigen kann. Aber ansonsten sehe ich so den extremen Nutzen nicht. Aber es gibt unwahrscheinlich viele Fans von Glasdüsen darum. Ich verlinke hier unter mal Glasdüsen, die sind relativ preiswert und relativ gut. Es gibt da auch verschiedene Varianten. Und zwar kann ich das mal ganz kurz zeigen. Glasdüsen ist natürlich ein großer Nachteil. Wenn ich die dann irgendwo montiere, dann kriege ich schon mal die erste Klatsche. Die Glasdüsen hier, die ich euch auch verlinke hier unter, die haben hier so eine Nut. Ich hoffe, das sieht man hier so in der Kamera. Und darauf sitzen diese kleinen O-Ringe. Da sitzen diese kleinen O-Ringe und darauf, kann man hier schön sehen, darauf wird dann diese Glasdüse geschoben. Und die Negativvariante ist natürlich, hier gibt es so ein Dings nicht. Da kriege ich eine absolute Macke, wenn ich sowas montieren muss. Da sitzt man erst mal eine Stunde dran. Ich habe es dann irgendwo auch geschafft oder so. Aber ja, und viele kriegen es dann halt hinterher nicht dicht, weil sich das Ganze verschiebt. Darum, wenn Glasdüsen, dann wirklich auch so eine Variante hier. Kriegt man auch richtig schwer los. Muss aber auch sein, das Ganze muss fest sein. Das hat kein Gewinde, kann nichts. Also das muss schon richtig fest sein. Wenn man diese Ringe hat, dann kann man das, sind die, wenn man diese Nut hat, dann sind die Ringe ja fixiert, dann kann ich das da vernünftig rüberdrücken. So viel zu Glasdüsen. Glasdüsen wollen wir auch nicht extrem behandeln. Ich zeige euch einfach mal, was so standardmäßig ist. Standardmäßig habe ich hier eine Gasdüse, die hat 4 Bohrungen. Kann ich hier hinten mal zeigen. Habe ich einen ganzen Sack von, weil ich das eigentlich immer standardmäßig bestelle ich mir, da reicht die nächsten 10 Jahre mit. Die haben eine extreme Standzeit, sind extrem günstig. Also wenn er hier für so eine, einen Euro hinlegt, dann ist das schon teuer. Und dann habe ich hier so einen Isolierring. Der schützt den Brenner eigentlich vor der Wärme. Brauche ich immer, je nachdem, was ich für ein System habe, natürlich den richtigen. Und dann wird diese Gasdüse hier vorne eingeschraubt. So, hinten kommt die Spannhülse rein und dann, ups, klemmt hier ein bisschen, mal eine lange nehmen, dann kommt hier die Gasdüse durch, die Wolfram-Elektrode durch. Wichtig ist natürlich wirklich immer, dass das System zusammenpasst. So, ups, falsch rum, dann kommt diese Keramikdüse hier drauf,
Und dann, je nach welche Länge ich habe, kommt hinten diese Brennerkappe. Und wenn ich die dann langsam handfest anziehe, dann merkt man irgendwann, dann ist meine Wicknadel Wolfram-Elektrode fixiert. Und das ist so diese Standard-Brennerausstattung. Ich nutze immer am liebsten 7er. Ich zeige am Ende des Videos, ich habe kurz was für euch aufgenommen, da habe ich beim Schweißen das einfach mal ausprobiert, mit einer 5 mm Gasdüse, Keramikdüse und das gleiche System dann mit einer 7er. Und man sieht beim Edelstahl gleich, dass ich einmal schön goldgelb habe und einmal habe ich wirklich nicht verbrannt, aber dunkel. Ja? Und das ist wirklich, das ist so die Standardausrüstung, die empfehle ich auch immer jedem. 6er, 7er Gasdüse, Keramikdüse, dann diese ganz einfachen Gasdüsen, weil die wirklich günstig sind und dann eine 2-4er oder 3-2er Wolfram-Elektrode. Da ist man günstig unterwegs, hat eine richtig gute Standzeit, also das hält richtig lange und das funktioniert auch gut. Warum gibt es überhaupt unterschiedliche Gasdüsen? Man kann das hier mal an so einem Beispiel festmachen. Ich nehme hier mal so eine kleine 5er und eine 7er. Man sieht das schon, die 5er ist natürlich schon relativ in Mitleidenschaft gezogen. Man sieht das schon, hat eine viel größere Öffnung. Und hier strömt das Gas in diese Düse ein und strömt dann von außen auf die Schweißnaht und bildet so eine richtige Glocke über die Schweißnaht. Und dementsprechend, das Schutzgas hat ja die Funktion, es soll meine Schweißnaht vor den schädlichen Einflüssen der Atmosphäre schützen. Und ein Zeichen bei einer Edelstahl-Schweißnaht ist, dass das so richtig schön goldgelb wird. Dass es ein helles Blau hat, ein Silbern ist natürlich noch schöner. Und je mehr diese Glocke ist, je besser, je größer diese Schutzgasabdeckung ist. Nicht nur beim Schweißen, natürlich auch beim Abkühlen. Und es soll natürlich auch schon in einer inerten Umgebung, in einer Schutzglocke als Umgebung geschweißt werden. Je besser das ist, je besser wird mein Ergebnis. So, könnte ja jeder sagen, also Manni, nehme ich nur noch diese Jumbo-Düsen. Der große Nachteil ist dabei, hier nehme ich 6 bis 8 Liter, hier nehme ich so 8 bis 10 Liter, da bin ich schon richtig mit richtig viel unterwegs, also theoretisch so 8 Liter ist schon super. Ne? Und wenn ich dann hier so eine Jumbo-Düse nehme, ja, da brauche ich dann auch wirklich meine 15 Liter. Dementsprechend habe ich natürlich eine viel bessere Gasabdeckung, zu den Jumbo-Düsen kommen wir gleich, habe ich eine viel bessere Gasabdeckung, aber ich verbrauche auch viel, viel mehr Schutzgas. Ja, und gleichzeitig ist das ein extrem günstiges System und das, was ich als nächstes vorstelle, ist ein extrem teures System. So, und da muss man jeder immer für sich abwiegen. Darum sage ich immer jedem, kauft euch das hier. Das ist bezahlbar, das kann sich jeder leisten. Ich schraube das hier mal wieder auseinander nebenbei, während ich hier was erzähle. Das ist bezahlbar, das kann sich jeder leisten. Ich muss gucken, dass ich hier nicht zu sehr durcheinander komme, sonst finde ich hinterher gar nichts mehr wieder. So, und wenn ich das System jetzt habe, gucken. Hat die immer hier unten, jedes muss immer zusammenpassen. Ja, ich habe immer 2-4er, 3-2er oder 1-6er Wolfram-Elektroden und dementsprechend muss die Gasdüse ausgesucht werden und dementsprechend muss auch die Spannhülse ausgewählt werden. Darum am besten immer so eine Kiste hier, so ein System kaufen, da hat man alles einmal drin und dann kauft man nur noch das nach, was man so an Verschleiß hat. So, jetzt haben wir hier mal eine Jumbo-Düse. Jumbo-Keramikdüse, Jumbo-Gasdüse. Und zwar ist es so, hier habe ich jetzt nicht mehr diese Bohrungen hier, diese Löcher. Der Fachmann sagt ja nie Löcher, der sagt Bohrungen. Hier habe ich diese Bohrungen, da strömt das Gas durch. Und hier strömt das Gas in einen Vorraum und strömt dann durch dieses Sieb. Ja? Und strömt natürlich auf einer viel größeren Fläche, viel feiner aus. Dann kommt da drauf noch diese Düse. Und ich habe natürlich eine viel, viel größere Gasabdeckung. Nachteil, wie gesagt, das System ist teuer. Kostet je nachdem, was man da auswählt, locker das 3-, 4-, 5-fache. Und hat eine deutlich geringere Standzeit. Wenn du bei so einer Jumbo-Düse
ich mache das hier mal, rüste das mal nebenbei. Wenn du bei so einer Jumbo-Düse hier einmal irgendwo auf diesen Sieb irgendwo mal einen Tropfen vom Schweißen reinkrempst, gerade beim Anfänger, dann ist das irgendwo defekt. Hier so eine Düse hier kaputt kriegen, das musst du erstmal hinkriegen. Ne? Hier kann man dann auch die Nadel deutlich weiter rausgucken lassen. So, ist schon super. Und dann kann man hier richtig schön schweißen, hat eine riesen Gasabdeckung. Will ich wirklich nicht schlecht reden, brauche auch wirklich 12 bis 15 Liter Argon die Minute, was man am Druckminderer auswählt. Das ist teuer und es ist natürlich auch relativ klobig. Ja, das ist sowieso ein Brenner, der ist von der SuperTik 200. Der ist total robust, der funktioniert super und langlebig und alles, aber es ist allein schon so ein bisschen klobig. Und dann mit diesem ganzen Aufbau hier von wegen, ja, da habe ich natürlich einen riesen Jolly. Wenn ich da irgendwo in irgendwelche feinen Ecken rein will, wenn ich sowas hier zum Beispiel schweiße, dann wird teilweise die Nadel noch weiter rausgenommen und dann nehme ich noch mehr Schutzgas oder so. Ist nicht so mein Fall. Ich habe es mir auf jeden Fall mal besorgt. Ich habe es mir auch zeigen lassen, weil es gibt natürlich, das kennen natürlich viele auch von euch, es gibt die Amis, die dann da irgendwo hier so auf der Düse lang wackeln und dementsprechend schweißen. So. Das ist das nächste System. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ist auch Geschmackssache. Was will ich ausgeben, was will ich nicht ausgeben, was will ich machen? Und dementsprechend muss das auch jeder wie bei vielen im Leben für sich selbst entscheiden. Es gibt dann auch noch dieses relativ einfache System. Da bin ich nicht bei der Größe wie eine Jumbo-Düse. Habe hier so ein System, ist aber auch klobiger. Und da habe ich dann hier auch so eine relativ große Düse. Und damit kann man auch sehr feine Sachen mit einer richtig guten Gasabdeckung. Das sammelt sich hier alle. Da gibt es dann auch noch ein bisschen breitere hier vorne. Das sammelt sich hier alles und dann kann man damit schweißen. Kann auch so bis zum gewissen Maß auf dieser Düse abrollen und so. Das ist so ein Zwitter-System, sage ich mal, zwischen Normal- und Jumbo-Düse. Und ups. Dann zeige ich euch noch mal was ganz Feines, der Tag hier auch gelohnt hat. So, dann gibt es auch so ganz kleine Gasdüsen und dazu so ganz kleine Keramikdüsen. Ich muss jetzt hier diesen Isolator immer wechseln. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen hier. So, der Isolator hier drauf. Also wie gesagt, am besten, man kauft sich so ein Set, finde ich immer. Und dann entscheidet man sich für eine Sache und dann nutzt man das. Wenn man hier so ein einfaches Starterpaket hat, ne, kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ist alles drin und was einem dann fehlt, das kauft man danach. So, jetzt habe ich das hier, das zeige ich noch mal ganz kurz. Dann habe ich hier die falsche Kappe drauf, aber das vom System her kann man es jetzt gut zeigen. Ich habe dadurch einen ganz kleinen filigranen Brenner und kann damit... Jetzt aber, müssen wir nochmal hinkriegen, ja. Ist ja auch immer so ein bisschen Wettbewerb hier. Das unterschätzen viele immer, wenn man hier sich vor die Kamera stellt, ist man doch immer nervös, auch wenn man das schon so ein paar Jahre macht. Braucht man hier auch so eine kleine Spannhülse. Und dementsprechend hat man dann das Ganze ganz klein und ganz filigran. Und kann damit hier was schweißen, hat dann hier innen aber auch wieder diese Gasdüse, also mit diesem Sieb, was natürlich viel feiner und dann kann man ganz feine Sachen damit schweißen. Ist auch noch so ein System. Also ihr seht, und es gibt bestimmt, wenn ihr jetzt irgendwo in einen richtigen Profihandel gibt, da werdet ihr noch 20 verschiedene andere Systeme finden und die gibt es auch von jedem Hersteller und jeder denkt sich was Neues aus. Grundsätzlich sage ich jedem einfach immer, diese Basics hier, mit denen sollte man wirklich arbeiten. Dazu noch die Spannhülse. Das nehmen wir einfach die hier mal dazu. Und da hat man alles, ist extrem günstig unterwegs, extrem günstig auch mit dem Gasverbrauch. Und damit sollte man arbeiten. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal diesen Vergleich,
wo ich mit 5 und mit 7 schweiße. Und dann seht ihr am Ende jetzt als kleines Highlight nochmal, dann seht ihr von wegen, wie stark das, und da habe ich die gleiche Literzahl an Gas verwendet, wie stark das abweicht. Einmal mit einer 5er Düse sieht man, das ist alles wirklich richtig dunkel. Und dann einfach nur die Düse gewechselt, Gaszahl bleibt alles gleich. Und das Ganze hat gleich ein ganz anderes Ergebnis, weil das viel schöner ausströmt. Das ist hier zum Beispiel eine 8er, ist auch eine richtig schöne Sache. Wenn man hier mit schweißt, könnte ich jetzt auch nochmal, würde ich mit einer gleichen Literzahl noch ein bisschen besseres Ergebnis. Wie gesagt, Jumbo-Düsen oder auch die Kumpel-Glasdüsen hier, wer das gerne mag, natürlich, ist eine schöne Sache. Also eine Glasdüse ist eine absolut coole Sache. Gerade für jemanden wie mich, der dann auch mal irgendwie so ein Tutorial beim Schweißen macht oder das auch mal filmt beim Schweißen, sieht natürlich cool aus. Auch wenn man damit mal schweißt, das sollte wirklich auch jeder, der immer gerne mal schweißt, das auch mal ausprobieren. Ist eine wirklich coole Angelegenheit. Aber wie gesagt, ist teuer und ist für die Praxis oder so, sage ich mal, nicht so relevant. Jumbo-Düsen haben bestimmt ihre Berechtigung und es gibt da eine extreme Fanbase heutzutage zu. Es gibt Leute, die sagen, ohne Jumbo-Düsen können sie gar nicht mehr wegschweißen. Halte ich für überzogen. Wie gesagt, sind aber relativ klobig, sind teuer und verbrauchen extrem viel Argon. Mich nervt dann beim Argon nicht mal der Preis, ob ich da jetzt ein oder zweimal irgendwo da alle paar Monate hin muss oder so. Das nervt mich nicht mal, dass ich da überhaupt hin muss und so viel Zeit verbrate. Das nervt mich schon, dass ich die Flasche abbauen muss und alles. Darum bin ich immer lieber sparsam mit dem Argon. Ich bin dann auch jemand, der die Flasche immer wieder abdreht und so weiter. Wie gesagt, ich hoffe, das war interessant, dass ich hier so mal meine Düsen vorstelle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Hoffe, ihr findet euer System. Die Systeme, die ich hier verbraucht habe, die verlinke ich hier unter mal, könnt ihr euch angucken. Besonders wer sich für Glasdüsen interessiert, dieses System ist wirklich der absolute Hammer. Funktioniert richtig gut. Ich habe hier noch so ein anderes System, an dem bin ich fast gestorben. Und ich hatte auch Leute schon, die mir geschrieben haben, die dann solche Systeme hatten, die damit gar nicht klargekommen sind, dass es auch nicht abgedichtet hat. Das, wie gesagt, passiert hier nicht mit. So, ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann, euer Manni.